Hallo und herzlich willkommen zurück zu One Piece World Seeker. Wir müssen ja jetzt. Na los, was soll's? Klingt ja nichts, ne? Dann lass uns mal. Oh, greedy. Kusan. Holy moly. Okay, das sollte vielleicht auch das. Schön, ich hab ihm ins Gesicht. Oh, okay. Ich darf da auch nicht reinkommen. Okay, klar. Gut zu wissen. Oh, holy shit. Ich habe so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. So. Wow, was war das denn? Und ein Igels! Doch, oh, natürlich so. Oh. Wow, schimmer dein Leben. Junge. Jetzt ist auf der anderen Seite der Wand, der Cousin. Ah, ich wollte gerade dodgen. Und das lässt sich auch kalt. Nicht dumm, das zu benutzen. Aber ich sollte Kusan eigentlich relativ easy besiegen können. Eine neue Wand. Eagle Storm. Und dann haben wir Cousin besiegt. Hm.
Ist tatsächlich besser geworden. Da. Nicht übel. Du wirst wahrscheinlich nicht allzu schwere Verbrennungen erleiden. Wovon redest du eigentlich? Grunde ging es um einen nervtötenden Streit zwischen Piraten und Insulanern, der schon seit 12 Jahren tobt. Interessant ist die Geschichte gar nicht, ganz ehrlich. Ich würde wahrscheinlich wegdösen, wenn ich sie erzählen müsste. Und du willst jetzt nicht wegen einer langjährigen Geschichte von vor 12 Jahren irgendwas für dich machen? Sorry, ich sehe, bist du außergewöhnlich schachsinnig, wie immer. Nun ja, ich erkläre dir das ein anderes Mal, wenn ich nicht so müde bin. Wow. Kannst erstmal auf der Insel bleiben, bis zum nächsten Wiedersehen. Wow. Er ist weg. Es ist so kalt, Ruffy. War das ein Freund von dir? Ja. Jane. Ich schätze, man könnte ihn einen Freund nennen. Das stimmt übrigens nicht. Die Geschichte vor 12 Jahren, von der er gesprochen hat. Du meinst die über die Insel und die Piraten? Ja, ich glaube, dass sie wichtig ist. Ich bitte dich nur ungern darum, Ruffy, aber würdest du der Sache bitte nachgehen? Kein Problem. Es gibt ein Lululululul, nicht so schnell. Oh, Moment, da kommt es wieder. Ja, Nick im westlichen Teil von Stahlstadt in der Nähe der Brücke. Er ist gut informiert. Okay. Nicks Haus kommen, da stehen immer viele Leute vor der Tür. Okay, verstanden. Ah, also Stahlstadt ist 70 Fähigkeitspunkte. Das ist schon mal schön. Stahlstadt, da müssen wir hin. Na dann. Come on, let's go. Das ist ein Sniper irgendwo auf mich zielt, nervt mich schon wieder hart. Kackding. Aua! So, jetzt kannst du mich eigentlich nicht mehr sehen. Nahe der Brücke von Stahlstadt, da sind viele Leute vor. Was ist das? Start in die Mission, wenn ich überstört, das Gebäude in der Nähe. Monkey. Dann hat sich automatisch eine Mission gestartet, okay. Kleiner Kokon. Das Haus muss hier ja irgendwo sein. Es sind immer viele Leute davor. Ah, da. Los, hast du mit Nick irgendwas zu besprechen? Na, Dinger. Zu. Ich war zuerst hier und es gibt unendlich viele Leute, die ihn fragen möchten. Los. Ich bin nach dir dran, also mach bitte schnell. Was? Da sind 40 Leute vor dir. Nick ist seit gestern weg. Er sagte, er wolle zum nördlichen Teil des Korundplatzes. Nicht die Marine, die ver. Ich fürchte, ich habe heute keine andere Wahl, als aufzugeben und nach Hause zu gehen. Nördlichen Teil des Korundplatzes, okay. Dann machen wir doch da mal eine Schnellreise hin. One Piece World Seeker, der Ladebalken-Simulator. So. Na, Katze, aufgewacht. Nach nix suchen. Der muss hier irgendwo rumlaufen. Okay, alles klar. Du. Finde deinen Schuh. Okay.
Nö, nicht zu weit. Da oben sind Leute, ich glaube, da wird er sein, wa? Ja, das wird aber sein. Erst ein paar Piraten verprügeln. Oh. Bewanderter Nick, ich habe Nein gesagt. Das ist nicht so. Warum bist du so böse? Hast du ein Problem mit mir? Dein Wissen kann uns, Schatz, so helfen. Also können sei nicht albern, ich schütte. Um deinen Haufen Piraten zu helfen. Und dabei wollte ich doch zeigen, was für ein netter Kerl ich bin. Mit oder jetzt zerbreche deinen Schädel wie ein Bosei. Nur zu, Stummklinge ist jetzt gegen meine Schar. Dein Rübe. Du der Schlaue. Was willst du? Ehrlich gesagt, sind mehr als 40 Leute mit einer Frage an ihn. Du solltest also besser aufgeben und nach Hause gehen. Warum hast du. Ich bring dich auch zuerst. Na dann. Ich glaube, da geht es dir gut. Puh, ja, danke. Hey, ich wollte dich fragen, was vor 12 Jahren passiert ist. Natürlich bin ich auch ein Pirat und jetzt sag mir, was ich wissen will. Auf deine Frage bedanken kann, dann antworte ich gerne. Vor 12 Jahren gab es viel Ärger zwischen Piraten und Insulanern. Was kannst du mir darüber erzählen? Wirklich gekämpft wurde eigentlich nicht viel. Naja, die Flotte der Piraten war ja auch so groß, dass Gott, okay, kaum ich das Meer sehen konnte. Und dann haben die Piraten die ganze Insel übernommen? Nicht ganz. Die Piraten hatten das auf ein besonderes hier angebautes Mineral abgesehen, nicht auf die Insel selbst. Der Krieg endete, als wir ihnen das Mineral aushändigten. Letztendlich zahlten wir dafür aber einen hohen Preis. Die damalige Anführerin der Insel kam in einer Auseinandersetzung mit den Piraten ums Leben. Warte mal, das klingt bekannt. Redest du von Janes Mutter? Ja, weißt du. Also weißt du davon? Ja, das war Janes Mutter. Unsere Anführerin versank unsere Insel im Chaos. Also dachten alle als erstes, wir setzen einen neuen Anführer, so in seine Blutlinie ein. Isaac, den jetzigen Gefängnisleiter. Isaac, richtig, der Robotertyp. Aber Isaac lehnte ab, genau, und sagt, er verschwand von der Insel. Und er blieb für etwa 10 Jahre verschwunden, bis er als Gefängnisleiter wieder auftauchte. 10 Jahre, wirklich? Es stimmt. Die Älteren erinnern sich noch dran. Nunmehr habe ich nicht darüber zu sagen. Alles weitere wären nur Hypothesen und Vermutungen und damit will ich mich nicht anfangen. Wenn du noch mehr erfahren willst, bist du auf dich allein gestellt. Verstanden, danke, Herr Schlauberger. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast. So. Der Robotertyp war also 10 Jahre lang verschwunden, was? Hat der Koichi nicht auch so etwas erzählt? Ich habe vergessen, was genau. Ich werde ihn wohl danach fragen, wenn ich ihn wieder sehe. Ja, alles klar. Pläne, Knöchelring und 300 Punkte. Ich glaube, ne, jetzt 700 haben wir wieder. Ist ja schön. Was können wir denn jetzt hier noch so Sinnvolles nehmen? Wir können die Reichweite fürs Haki können wir nicht erhöhen. Haben wir noch schon einmal. Schnelles auf für den Fernangriff. Das merke ich. Latte. Schnellere Gum-Gum-Bazooka-Aufladung. Starker Panzerangriff. 2 Hydrophys Angriff im Rüstungs-Haki-Modus. Ich glaube, das wäre mal ganz cool. Multischuss. Ja. Perfekte Abwehr. Schnelleres Aufladen der Bazooka. Gum Gum. Red Hawk Schaden. Okay, wir nehmen den Schaden davon. Wir haben noch 200. Können wir was machen mit den 200 oder eher nicht so? 500. Doch, wir können hier noch was machen. Wir könnten.
Sammeleffizienz noch erhöhen. Ein paar mehr. Ein bisschen mehr Stuff hier. Karma, kalter Mann. Eine bestimmte Person treffen. Ich hätte gerne König der Großstadt. 300 Fähigkeitspunkte. Das möchte ich gerne machen. Cousin habe ich jetzt mehr Karma-Punkte gekriegt. Das ist cool. Ich laufe da jetzt mal hin. Da oben, oder? Ja, na komm. Wieso sind jetzt eigentlich gleich wieder alle hinter mir her? Ah, okay, hier muss ich noch hin. Danke. Gumm-Gumm-Schwung. Ja, gedrückt halten. Gumm-Gumm-Schwünge zu machen. Oh Gott, okay. Symbol. Bildschirm R1, um einen Gumm-Gumm-Schwung auszuführen. Drücke erneut, um den Schwung abzubrechen. Lol. Das ist ja witzig. Also so kommt man tatsächlich dann schneller durch die Stadt anscheinend. Ah, guck mal hier. Vielleicht doch gleich sogar eine der Quests. Der Main Quests. Dann wollen wir die doch mal machen. Wie geht's, Großmütterchen? Oh, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe Jane vor kurzem gesehen. Kommt sie oft in diese Stadt? Sie kommt regelmäßig hier vorbei, um Isaac zu besuchen. Ich hoffe ja, dass sie ihn überzeugen kann. Wenn du nach ihr suchst, versuch es bei der Marinebasis. Sie könnte sich noch immer dafür dort rumtragen. Von der Marinebasis. Also, alles klar. Ups. Kriegstreiber, Eingang zur Marinebasis. Welcher denn? Achso, hier vorne rechts. Links gleich. Entschuldigung. Die ist klar, dass du ein Pirat bist, oder? Also, so viel Lärm für eine Marinebasis zu machen. Hast du beim Robotertyp? Ja, ich hab's versucht, aber ich schätze, er will mich nicht sehen. Jedenfalls habe ich zufällig gehört, wie ein paar Matrosen miteinander sprachen. Sie sagen, dass sie Jammers 66 die Kriegstreiber in im Hafen gesehen haben. Ich dachte, die Arme des Bösen wären nur ein Mythos. Die Armee des Bösen, sorry. Heißt das, dass es sie wirklich gibt? Die haben ja 66 auf dieser Insel? Was? Sie existieren also wirklich? Und du kennst sie? Ja, es ist Sanjis Familie. Okay, das spielt also auf jeden Fall nach Big Mom. Seinetwegen wieder zurückgekommen. Sanjis Familie ist die Armee des Bösen. Also, lass mal verdauen. Ich gehe zum Halkumhafen. Ich muss wissen, ob die Kriegstreiber wirklich auf der Insel sind oder nicht. Ich werde auch gehen. Ich lasse nicht zu, dass die Sanji irgendwas antun. Halkumhafen also. Na, dann machen wir uns mal auf den Weg.